Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem Video auf diesem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, heute zu einem etwas, ja, würde ich mal sagen, schwierigeren Thema, das aktuell sehr, also wovon jeder spricht. Und zwar geht's um einen YouTuber, der gerade einen Mords-Shitstorm durchlebt. Und zwar um Gurkensohn. Bevor das Video startet, würde mich um ein Like und ein Abo freuen. Natürlich auch Creator Code Morefan im Itemshop eintragen. Ihr wisst Bescheid, Leute. Aber jetzt wollte ich auch noch sagen, Leute, ich bin derzeit wahnsinnig heftig am Vorproduzieren. Jeden Tag nehme ich mehrere Videos auf und jeden Tag werden diese auch noch zu Ende geschnitten. Also wirklich, ich habe so viel vor und das wird alles noch auf euch zukommen. Also ihr werdet merken, in der nächsten Zeit werden wahnsinnig geile, richtig heftige Videos auf euch zukommen. Also bleibt gespannt und deswegen lasst mir auch gerne ein Abo da, um das nicht zu verpassen, weil wir gerade wirklich sehr, sehr, sehr viel machen und richtig abheben wollen jetzt. Nicht arrogant, ja. Gut, es geht um Gurkensohn. Jeder kennt ihn von euch. Es ist ein YouTuber, der Autismus hat. Und ja, alles hat eigentlich angefangen mit einem Spendenstream für einen Zuschauer von ihm, der eine Behinderung hat. Und die haben sich dann getroffen und dann war es praktisch ein Spendenstream für seinen Zuschauer praktisch. Und Gurkensohn war praktisch dort ziemlich hippelig und ziemlich komisch eigentlich. Spinn oder was, Digga? Oh Mann, ich bin hier schon länger, Digga. Was ging hier ab, Digga? Die steht da, glaube ich, auch schon länger. Ah, nee, die steht da schon länger. Ich hab was jetzt gerade bekommen. Ich dachte gerade schon. Digga. Moin, servus, moin, Leute. Auf jeden Fall, vielen Dank. Digga, so spannend. Der auch dann in Ohnmacht geflogen ist, weil es etwas übertrieben hat. Ja, gut, damit hat sich die Gurke wohl erledigt. Danke auf jeden Fall für die ganzen Spenden. Mega nice von euch. Vielen, 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 vielen Dank. Und es kamen wirklich ziemlich viele Spenden rein. Da ein 50er, da ein 50er, da ein 100er. Es kamen wirklich etliche Spenden rein. Und jetzt hat der Zuschauer, also für den gespendet worden ist, nach dem Livestream zugegeben, dass er fast gar keine Spende oder wirklich gar keine Spende davon abbekommen hat, obwohl der Livestream der Spendenstream für ihn gewesen wäre. Ich blende euch hier mal was ein. Das ist auch ein bisschen uncool war, dass nicht von vornherein klargestellt wurde, dass Gurkensohn noch ja seine Rechnung im Endeffekt davon bezahlt, also Hotelrechnung und Essen, Verpflegung und dies und das noch abzieht. Das wurde nur im Nachhinein, also nach dem Stream, gesagt von dem Kameramann, ja, wir haben ja dies und das bezahlt und hat mir da so ja ein paar Sachen vorgerechnet und so nach dem Motto, das ziehen wir dir jetzt da ab. Kann man einfach kaum fassen, also er hat einfach für ihn einen Spendenstream gemacht und hat davon die Hotelrechnung bezahlt und andere Sachen und vor allem das absolut Dümmste, was mich auch irgendwie aufgeregt hat. Er hat gemeint, yo, das Video wäre aus irgendeinem Grund gelb und deswegen würden alle Spenden verloren gegangen sein. An dem Abend nach dem Stream kamen sie dann zu mir und meinten, dass das Video, also der Stream als Video halt, auf seinem Kanal gelb ist, also entmonetarisiert. Dann habe ich gefragt, ja, was denn dann jetzt mit den Spenden ist. Dann hat Gurkensohn irgendwie gesagt, sie wüssten das selber nicht. Sie wüssten nicht, ob sie die Spenden jetzt noch kriegen, weil das Video halt entmonetarisiert ist, was aber einfach keinen Sinn macht. Es ist doch, es gibt keine sinnlosere Ausrede wie das, wenn der Livestream unmonetarisiert gewesen wäre, hätte er trotzdem das Geld auf PayPal bekommen. Also total dumm einfach. Also was eine Ausrede, wirklich. Also hier merkt man, hier steckt Mordsdreistigkeit dahinter und ich habe Gurkensohn auch abonniert, aber das kann ich mir jetzt nochmal überlegen, weil das
kann man eigentlich kaum entschuldigen. Er steht außerdem noch so im Shitstorm, dass praktisch er selbst gar nicht gurkensohn ist, sondern der Typ hinter der Kamera. Das ist ja das Gruselige und Komische zugleich. Denn Gurkensohn, der vor der Kamera steht, ist einfach irgendein Typ mit Autismus. Und der hinter der Kamera steht, gibt dem Gurkensohn praktisch Anweisungen, wie er sich zu verhalten hat. Das bedeutet, Gurkensohn, den man vor der Kamera sieht, kann womöglich gar nicht Gurkensohn sein, sondern der Kameramann dahinter. Und es wurde auch herausgefunden, also eventuell herausgefunden, dass der Kameramann und Manager von Gurkensohn auch jemand ist, der schon für andere YouTuber praktisch alles gemanagt hat und auch Kameramann war und alles Mögliche. Und praktisch, dass der Kameramann diese ganzen Dreistigkeiten abzieht. Also wirklich, es ist absolut heftig und seit Gurkensohn in diesem Shitstorm steckt, kam auch kein Video mehr auf seinem Kanal online. Es kam keine Insta-Story mehr online, es kam gar nichts, er ist nie vom Erdboden verschluckt. Und da stelle ich mir mal wieder die Frage, okay, dort wird auch wahrscheinlich kein Statement mehr dazu kommen. Und wenn ein Statement kommt, dann ist es wahrscheinlich sowieso gelogen. Also hinter diesem Gurkensohn-Konzept steckt eine Lüge. Also es ist wirklich, Gurkensohn hat zwei Hälften. Die eine Autismus-Lachkick-Seite und die eine komplett dreiste und brutale Seite, die keiner sonst von ihm gedacht hätte. Und das war wirklich so das Heftigste, was ich in dieser Woche, was YouTube betrifft, gehört habe. Wirklich. Also man kann sich aufregen darüber, dass ich auch tue, und wenn Gurkensohn kein Statement dazu hochlädt und wahrscheinlich gar kein Video oder irgendwann mal wieder eins hochlädt, dann können wir uns sicher sein, dass da etwas an Wahrheit dahinter steckt. Es gibt sonst keine wirklichen Beweise, würde ich sagen, aber alleine schon, dass der Dodo Game, wie sein Fan heißt, immer sehr vertrauenswürdig galt, ist das schon eigentlich so eine Art Beweis, dass dort etwas gemogelt wurde. Und KuchenTV hat auch ein Video dazu hochgeladen und das Ganze mal ein bisschen analysiert. Andere YouTuber haben auch auf sein Video reagiert und auch ihr Statement dazu abgegeben. Ich kann euch hier ein paar Statements mal einblenden. Ich kann mir aber vorstellen, dass das so etwas seitens Gurkensohn passiert ist. Das kann ich mir schon vorstellen. Und deswegen war ich für mich auch dazu verpflichtet, etwas dazu zu erzählen, weil ich einfach jetzt total enttäuscht von Gurkensohn bin, wenn das wirklich stimmen würde. Ich bleibe immer noch Abonnent von ihm, aber wenn kein Statement kommt und wenn gar nichts dazu kommt, dann wird sich das in Zukunft ändern. Und Leute, jeder, der von euch da draußen noch überzeugt ist, dass das absoluter Bullshit ist, bitte beschäftigt euch ein bisschen mit diesem Thema und überlegt euch nochmal, was für Lügen eigentlich wir von YouTubern dargestellt bekommen. Also es ist wirklich insane, da sind kleinere Menschen gewesen, also jüngere Menschen, die haben ihnen 50 Euro gespendet, ihres letzten Taschengelds, oder sogar noch einen Vorschuss bekommen von den Eltern und ihnen das gespendet, beziehungsweise den Fan, und dann hat es Gurkensohn einfach, weil er selbst nicht so viel Geld hat, einfach für sich eingesteckt, oder der Kameramann eher sozusagen. Also wirklich, das hat mich wahnsinnig aufgeregt und jeder, der darüber noch nicht nachgedacht hat, bitte denkt ein bisschen nach, weil das ist wirklich die heftigste Nachricht, die ich jetzt neulich und am aktuellsten jetzt hier auf YouTube Deutschland erfahren habe. Also wirklich krass, einfach wirklich, ich bin sprachlos, also wirklich, ich hoffe, das Ganze bessert sich, ich hoffe, es kommt ein Statement von Gurkensohn dazu. Ja, wie auch immer, das war heute mal ein kleines Video, wo ich mich ein bisschen dazu äußern wollte, wo ich mich ein bisschen dazu, ja, aufregen wollte, würde ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen was dazu sagen wollte. Und Leute, vergesst nicht, es kommt jede Woche ein Video und bald, das verkündige ich bald, kommt was sehr, sehr, sehr Großes auf euch zu.
Das hätte ich von mir selbst nicht mal gedacht, dass ich mich dazu entschieden habe, das durchzuziehen. Es ist krass, für was ich mich entschieden habe, was ich jetzt gerade mache. Also bleibt auf jeden Fall weiterhin Abonnent dieses Kanals, denn es wird so etwas Großes, so ein verdammt großes Projekt auf uns zukommen. Danke fürs Einschalten. Like, Abo, Creator Code, Moria von dem Itemshop eintragen und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Protected me, you are my sunscreen. You protected me, you are my sunscreen. I'm running out of karma. I don't think that I'll make it any longer.